Willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog, in dem wir uns ausführlich mit dem neuen Audi Q5 Sportback der zweiten Generation beschäftigen. Dieses schnittige SUV ist vor allem für den europäischen Markt gedacht und ergänzt die Modellreihe des beliebten Q5. Audi kombiniert mit dem Sportback eine sportlich-dynamische Silhouette mit den Vorzügen eines klassischen SUV und das alles in einem modernen, technologisch fortschrittlichen Gesamtpaket. Der Audi Q5 Sportback ist in Länge, Breite und Radstand identisch mit dem klassischen Q5 SUV, unterscheidet sich jedoch durch eine leicht niedrigere Dachlinie. Dadurch wirkt er optisch straffer und dynamischer. Das Kofferraumvolumen beträgt 515 Liter und kann bei umgelegter Sitzbank auf bis zu 1415 Liter erweitert werden, womit der Sportback trotz seiner eleganten Form sehr praktisch bleibt. Für alle, die einen Anhänger ziehen möchten, bietet der Q5 Sportback eine Anhängelast von beeindruckenden 2400 Kilogramm. Das äußere Design des Q5 Sportback ist durch einen breiten Single-Frame-Grill geprägt, flankiert von funktionalen Air-Curtains. Die flache Heckscheibe und die abfallende Dachlinie ab der B-Säule sorgen für ein sportliches Erscheinungsbild, das durch hochgezogene Stoßfänger und echte Endrohre abgerundet wird. Die Ausstattungslinien Advanced und S-Line setzen unterschiedliche Akzente. Während die Advanced-Linie mit stilvollen Kontrasten wie Scandium-Grau und Selenit-Silber glänzt, unterstreicht die S-Line mit größeren Lufteinlässen und einem sportlicher gestalteten Diffusor ihren dynamischen Anspruch. Im Innenraum setzt Audi auf hochwertige Materialien wie recyceltes Polyester, das sowohl im Polsterstoff Cascade als auch im Mikrofasermaterial Dynamica verarbeitet wird. Das Audi MMI Panoramadisplay und das Beifahrerdisplay sind bereits bekannt und werden von einem durchgehenden Soft-Wrap-Design eingerahmt, das von den Türen bis zur Mittelkonsole reicht. Diese modernen Akzente verleihen dem Interieur ein edles und zugleich nachhaltiges Ambiente. Technologisch beeindruckt der Q5 Sportback mit der MHEV-Plus-Technologie, die ein 48-Volt-Bordnetz nutzt, um den Verbrennungsmotor zu unterstützen. Damit sind rein elektrisches Rangieren und Parken möglich. Der Riemenstartergenerator, RSG, sorgt für einen effizienten Energiehaushalt, indem er Energie zurückgewinnt und so den Verbrauch reduziert. Ein Triebstranggenerator liefert bis zu 230 Newtonmeter zusätzliches Drehmoment und 24 PS, wodurch der Q5 Sportback dynamischer und umweltfreundlicher wird. Drei Motorisierungen stehen zum Marktstart zur Wahl. Der 2.0 TFSI bietet 204 PS und 340 Newtonmeter Drehmoment, während der 2.0 TDI die gleiche Leistung mit 400 Newtonmetern Drehmoment kombiniert. Beide Varianten nutzen ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wobei der Diesel ausschließlich mit Allradantrieb verfügbar ist. Für diejenigen, die mehr Power wünschen, bietet Audi den SQ5 Sportback mit einem 3.0 V6 TFSI-Motor an, der 367 PS und beeindruckende 550 Newtonmeter Drehmoment liefert. Die Preise für den Audi Q5 Sportback starten bei 54.800 Euro, während das sportlichere SQ5-Modell ab 85.400 Euro erhältlich ist. Damit ist der Sportback etwas teurer als das klassische Q5-SUV, doch die dynamische Optik und die erweiterte Ausstattung rechtfertigen den Aufpreis. Bestellbar ist das Fahrzeug ab Dezember 2024 mit ersten Auslieferungen im zweiten Quartal 2025. Waren die Infos zum Audi Q5 Sportback informativ? Dann lass bitte ein Abo da.